Hey Leute, und kommen auch gleich zur wichtigen Sache, und zwar, es wird sich mal wieder einiges ändern. Und ja, ich komme eigentlich gleich zur Sache, und zwar werde ich den Kanal Apple Smart TV einstellen. Und zwar deswegen, weil ich einfach es total sinnlos finde, einen zweiten Kanal zu machen und so weiter. Also warum eigentlich jetzt gerade die 500 Abonnenten, die ich jetzt gerade erreicht habe, ich nenne es danke dafür. Ja, 500 Abonnenten, wieso soll ich den Kanal, wieso soll ich den Kanal einstellen, wieso? Ja, also werde ich jetzt auf jeden Fall hier ganz normal weitermachen. Ja, okay, komm, der Name ist nicht der beste, aber muss man halt akzeptieren, man ist halt so und kann man nichts machen. Auf jeden Fall wird dieser Kanal hier, also mein normaler Mr. Cookie, einfach bleiben. Und hier werden jetzt auch wieder Videos hochgeladen und nicht dieses ganze Verlinkung zu einem anderen Kanal und so eine Kacke. Also auf jeden Fall, das ist jetzt mein Hauptkanal, wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Und ja, wie gesagt, danke für 500 Abonnenten. Und ja, wie gesagt, es wird sich einiges bei mir ändern. Mit dabei ist natürlich auch die Sache, die ich mir jetzt lange durch den Kopf gehen lassen habe. Und zwar werde ich jetzt, oder bin zu einem Entschluss gekommen, und zwar werde ich alle Cracks, Hacks und den ganzen Mist von meinem Kanal löschen. Weil ich mich erstens zur YouTube-Partnerschaft bewerben will, weil ich mit 500 Abonnenten und 100 Videos, 101 jetzt sogar, mich bestimmt da auch gut bewerben könnte. Und ich meine, meine Tutorials sind jetzt nicht mit Cam Studio 240 Pixel aufgenommen mit irgendeiner Spastenstimme hier, sondern es sind auch schon so einigermaßen professionelle Videos. Deswegen habe ich mir einfach mal überlegt, hey komm, mach einen legalen YouTube-Account, du hast legale Abonnenten, du hast dann auch einen legalen Account. Ja, und ein gutes Gefühl natürlich. Übrigens, mein Cousin ist jetzt YouTube-Partner geworden, ja. Zu seinem Kanal kommt jetzt einfach in der Verlinkung hier ganz groß im Bildschirm unten oder einfach einmal in die Videobeschreibung gucken. Macht echt gute Let's Plays, also einfach mal reinschauen. Richtig guter Typ, ja. Gut, zum nächsten Thema. Ich werde jetzt hoffentlich irgendwie wieder aktiver werden. Ich weiß, ich sag das die ganze Zeit, aber ja, Schule hat jetzt wieder angefangen und habe jetzt auch meinen Stundenplan und nur einmal Mittagsschule, also wird es da nicht so wirklich irgendwelche Probleme geben. Ich versuche jetzt auf jeden Fall mal, mich auf ein neues Thema zu spezialisieren, im Thema Let's Plays, Tutorials und so Zeug. Zu dem Thema, was für Videos. Ihr könnt jetzt gerne in die Kommentare schreiben, was ich Let's Playen soll oder was ihr schon immer mal für ein Tutorial haben wolltet. Also ja, ihr habt da völlig freie Wahl. Und ja, vielleicht werde ich eure Idee umsetzen. Und das war's dann eigentlich auch schon. Wie gesagt, ich werde vielleicht Plays starten von was auch immer für Spielen. Auf jeden Fall wird es kein Minecraft sein, weil Minecraft gibt es zu viele Let's Plays. Ja, ein Commentary, keine Ahnung, ob ich das machen soll. Auf jeden Fall, sowas wird kommen, freut euch drauf. Und ja, wie gesagt, dieser Kanalwechsel war eigentlich eine Idee, aber da mich ja wirklich so voll geflammt hat mit dem Zeug, dass das ein totaler Bullshit-Idee war und ich das einfach nicht akzeptieren wollte und jetzt endlich akzeptiert habe. Ja, danke, dass ihr so zu mir gehalten habt und eure ehrliche Meinung losgelassen habt, weil mir ist es wichtig, dass ihr ehrlich seid und nicht einfach nur sagt, ja, guck, ihr habt immer recht und ich gebe dem recht und so Zeug, sondern auch mal eure eigene Meinung, mir gibt, weil das will ich ja eigentlich. Ich will ja nicht, dass ihr mir irgendwas nachredet oder sowas. Also, wie gesagt, eigene Meinung ist mir sehr, sehr wichtig. Ja, hat euch das Video gefallen? War ja so unglaublich viel mit Special Effects und so jetzt gerade passiert ist. Gebt mir einen Daumen rauf und wenn ihr es total kacke fandet und dann, ja, so weiter, gebt mir einen Daumen runter. Ja, und das war's dann eigentlich schon. Wir sehen uns wahrscheinlich in einem Let's Play oder so Zeugs da. Also ja, wie gesagt, eure Ideen in die Kanalbeschreibung scheißen. Und ja, das war's dann eigentlich von mir. Bis dahin, ciao, haut rein.